Herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem Video. Ja, das ist mal ein bisschen anderes Video hier. Ich sitze nämlich schon gerade in meinem Pilzkuddelkreis rum, wie ihr sehen könnt. Also was beiseite, willkommen zu dem Video. Das ist tatsächlich ein relativ ernsthaftes Video, denn ich möchte jetzt hier ein bisschen erzählen, wie hinsichtlich darauf, dass die Schule bei mir auch jetzt die Tage wieder die Pforten öffnet und ist dann mit Abschlussklasse und allem drum und dran relativ viel am Hals habe, schulisch gesehen, wie es dann hier auf den Channel weitergeht. Also erstmal Beruhigung, es geht weiter irgendwie. Das ist jetzt nicht mein Adios und So Video, das nächste, keine Angst. Aber ich werde ein bisschen runterfahren, was Video-Output betrifft. Also es gab mal vor allem letztes Jahr Zeiten, da habe ich wirklich 5 Videos am Tag und Streams rausgehauen. Nee, das wird zu viel. Eher so, wie es jetzt so die letzten Wochen schon war. Also vermehrt Streams und auch immer mal wieder nur Streams. Ich habe aber einen Streamingplan gemacht. Und dem Streamingplan, den seht ihr jetzt auch, habe ich einmal regelmäßige Streams und einmal habe ich in einkategorisierten unregelmäßige Streams. Die ist jetzt auch gültig dann ab Montag, den 9.9. Deshalb kommt das Video auch heute hoch. Habt ihr ein paar Tageszeit, um euch quasi darauf einzustellen. So, wir haben ab jetzt regelmäßige Streams nur noch 3-mal in der Woche, weil ich unter der Schulzeit sonst irgendwie nicht über die Randen komme. Wohl bemerkt, das gilt für Schulzeit, Ferien ist wieder was anderes. Da plane ich dann jeden Tag zu streamen, wenn ich da bin. So, wie ich das in einer regulären Woche, wo ich Schule habe und alles drum und dran, streame ich montags, mittwoch und freitags und zwar immer ab 21 Uhr bis Open End. Ist jetzt relativ gesehen, ich will halt kein festes Ende angeben. Aber meistens ist dies halt dann ab 21 Uhr oder so der Fall. Ab 22 Uhr der Fall. Also das ist eine Stunde Stream oder vielleicht nur eine Dreiviertelstunde, weiß ich nicht. Montags kommt ab jetzt immer Mario Kart 8 Deluxe online. 21 Uhr bis 22 Uhr halt so ungefähr. Mal geht's länger, mal kürzer, je nachdem wie ich halt Zeit habe. Mittwochs kommt dann immer Super Mario Maker 2 online natürlich. Und freitags kommen 2 Sachen, nämlich einmal Splatoon 2 und einmal Minecraft. Das ist geblieben, wie es bis jetzt war. Samstag stream ist nicht, weil es das wirklich ein Wochenendetag ist, wo es abends viel unterwegs sind mit Freunden. All den Abend habe ich wirklich für Freunde freigenommen und Sonntag muss ich mich dann wieder auf Schule für Montag vorbereiten. Ihr seht's denn. Es kann trotzdem immer wieder sein, dass auch einmal ein Stream ausfällt oder es noch einen anderen Tag verlegen muss, wenn es irgendeine Schulaufgabe, irgendeine Klausur oder sowas ansteht. Das ist ja klar. So, aber zusätzlich zu diesen regelmäßigen Streams. Das Bärberg nur das Stream-Projekt, die dieses auch gestreamt hatte, die kommen jetzt halt nur noch einmal in der Woche und nicht zweimal oder so. Was sonst hat, ist Mario Kart ja auch 2-mal und Mario Maker auch 2-mal, jetzt nur einmal in der Woche. So, ich plane nur meine anderen Projekte, bis auf 2 Ausnahmen, auch noch zu streamen. Die einzigsten Projekte, die ich noch weiterhin als Video machen werde, wird Animal Crossing New Leaf und Tom Moderzi Live sein und so immer täglich abwechseln. Damit habe ich 1 Video am Tag und das ist nicht so viel Arbeit und die kann ich zum Teil auch am Wochenende vorproduzieren. So kommt ab Montag zum Beispiel dann Animal Crossing New Leaf immer montags und dann Tom Moderzi Live zum Beispiel immer dienstags. Mittwochs kommt wieder Animal Crossing New Leaf und Donnerstag dann wieder Tom Moderzi Live. Irgendwie so muss mir noch, oder was sei anders, nee, was sei wird. Ja, irgendwie so. Muss mir noch Gedanken machen, auf jeden Fall, ja, an einem Tag kommt Animal Crossing und an einem anderen Tom Moderzi Live. So. So in etwa habe ich das geplant. Und dann haben wir eben auch noch die unregelmäßigen Projekte, Stream-Projekte und alle anderen kommenden Projekte werde ich streamen. Ich presse bei das Beispiel Zelda Link's Awakening und Edith Manson und das werden wirklich längere Streams sein. Wenn ich mal Zeit habe am Nachmittag, zum Beispiel bei Zelda, werde ich es dann mit ins Sun machen und immer wenn er da ist, werde ich wieder ein Zelda-Stream und das kann dazu auch mal ein 2-3 Stunden-Stream sein. Und da war halt nur einmal eine Woche oder so. Und das gelbe Gefühl Edith Manson und Pokémon. Das streamt immer, wenn ich Zeit habe, aber doch werden es auch mal Streams sein, die ein paar Stunden gehen. Und so haben wir die Projekte auch schneller durch und dieses klassische System mit Part 1, Part 1 und die ganzen Parte kommen als Videos und laufen dann irgendwie nur 20 Minuten. Das gibt es eben jetzt nur noch bei Animal Crossing und bei Tom Moderzi Live, einfach aus für mich persönlich praktischeren Gründen. Aber alles andere, beziehungsweise damit ihr halt noch ein normales Video habt, kommt ab jetzt um 18 Uhr als Premiere auch immer. Und alles andere kommt ab jetzt als Stream. Heißt de facto, regelmäßige Streams ist klar. Aber die Zelda und Greatest Manson, das werden unregelmäßige Streams sein. Die ich dann vielleicht mal, wenn ich es früher weiß, einen Tag davor
wenn ich es dann ein paar Stunden davor oder vielleicht auch gar nichts davor ankündige, wird einfach jetzt so sein. Aber das ist auf jeden Fall Plan jetzt, zu dem Plan, wie ich mit Streams und so weiter in der nächsten Zeit vorgehe. Ich werde dieses Bild auch nochmal im Community-Tab posten, da könnt ihr das auch sehen und euch dann einfach nochmal ein bisschen besser auch darauf einstellen. Ja, das habe ich mir überlegt. Ich glaube, das funktioniert jetzt auch ganz gut, weil Stream ist halt deutlich einfacher, wie Videos aufnehmen. Und heißt nicht, dass es für immer jetzt so ist, heißt aber, dass für die nächste Zeit, wo ich wieder Tools habe, finde ich das sowas angenehmer, weil ich will halt auch nicht aufhören, weil ich habe schon so viel Zeit ins Channel investiert, dann will ich den halt nicht absterben lassen. Und gerade, weil es jetzt langsam wirklich auch, ist immer mehr oder weniger, in Anführungszeichen, bekannter werde und ich meine, auch größer werde, sonst hätte ich Alice nicht bei der Gamescom dies Jahr so krass viel, leben dürfen mit Videos aufnehmen und alles drum und dran. Und das will ich einfach alles nicht aufgeben. Muss aber eben leider runterfallen, leider Gottes, jetzt, weil Schule ist wichtig und hat ganz ehrlich gesagt auch höhere Priorität wie YouTube, weil ich habe YouTube nicht vor, irgendwie bis mein Lebensende zu machen. Deshalb ist das zweitrangig. Schule, YouTube. Und Freunde müssten eigentlich auch noch irgendwas wissen, Schule und YouTube kommen. However, ich hoffe, ihr seid einigermaßen zufrieden mit der jetzigen Entwicklung. Ich plane mich auch nochmal ein. Wir haben eben ab jetzt montags, Mittwoch und Freitag Streams. Regelmäßige Streams ab 21 Uhr. Montag Mark hat 8 Deluxe, Mittwoch Super Mario Maker und freitags Splatoon 2. Und ab 23 Uhr haben wir freitags Minecraft. Und die ganzen anderen Projekte, gibt es unregelmäßige Stream-Projekte, da wäre als nächstes kommendes und nennen zum Beispiel Zelda, Luigi's Mansion und Pokémon. Dann ab nächsten Jahr vermutlich auch Animal Crossing, New Horizon. Und halt mal sehen, was uns noch nächstes Jahr so alles erwartet. Die einzigsten Projekte, die ganz normal kommen, noch als Videos, ist Tomb Raider's Life und Animal Crossing und das immer abwechselnd. Ja, ich hoffe, ihr seid einigermaßen zufrieden mit der Lösung und bedanke mich jetzt ganz herzlich beim Zusehen für ein Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao.